Sind hier schon. Wir sind an deiner Seite. Wir sind bereit, dir zu dienen und deine Fragen zu beantworten für mehr Klarheit und mehr Wissen und mehr Verständnis. Viele von euch befinden sich in dem Moment in der Übergangsphase von der vierten in die fünfte Ebene. Während dieser Übergangsphase befindet sich nicht nur das Bewusstsein, sondern alle energetischen Körper in permanenter Transformation. Auch der physische Körper wird durch das vermehrte Einstrahlen von Lichtenergien, durch die Integration des Lichtkörpers, mehr und mehr transformiert, was zu vermehrter Erschöpfung und dem Gefühl von Ausgebranntsein einhergeht. In diesen Momenten gilt es nicht, nach vorne zu springen und Entscheidungen zu treffen, sondern die Transformation passieren zu lassen. Diese Momente der Transformation sind einzigartig. Und so wie ihr euch entscheidet, von einer Dimension, von einer Ebene des Bewusstseins in die nächste Ebene des Bewusstseins zu wandern, wird nie wieder die Möglichkeit sein, auf die Art und Weise zu transformieren. Eure Seelen haben sich entschieden, aus der menschlichen Perspektive den Aufstieg und die Evolution zu machen, da hier das größte Wachstumspotenzial liegt. Da ihr als Mensch in der Genetik und in der Ebene, in der ihr euch befindet, den Zugang zu all dem Bewusstsein habt, ihr seid komplett in die Separation gesprungen. Und je tiefer die Individuen in die Separation gegangen sind, umso stärker geht der Sprung in das Einssein, in Unity, in die absolute Verbundenheit mit allen Aspekten des Selbst, das gesamte Universum, der gesamte Kreator, wir alle steigen auf in die nächste Evolution. Doch die größte Evolution macht die Seele aus dem Bewusstsein des Menschen, der von der dritten in die vierte, in die fünfte Ebene geht, raus aus der absoluten Separation rein in das Eins-Bewusstsein, in das Bewusstsein von Ich Bin. Der Körper transzendiert durch all die verschiedenen Ebenen innerhalb kürzester Zeit. Ihr nehmt eure Körper mit. Ihr integriert den Lichtkörper und damit das Bewusstsein der Multidimensionalität in die Materie der singularen Dimensionalität. Dieser Prozess kostet viel Transformativarbeit. Wir würden sagen, viel Energie, doch tatsächlich erhaltet ihr mehr Energie, doch das Loslassen und das Mehr an Energie sorgt in dem Körper, der in Separation war, für Überforderung mit den transformativen Prozessen und damit zu einem ähnlichen Gefühl wie Erschöpfung. Doch es ist nicht die Erschöpfung, sondern es ist die Mehrpräsenz an Energie, die Mehrpräsenz von eurer Seele, von eurem Bewusstsein, die davor nie da war und verarbeitet werden muss. Euer Bewusstsein, euer bewusster Verstand ermüdet
In diesem Prozess die neuen Verbindungen zu knüpfen und der Körper benötigt mehr Ruhe, um die Energien zu verankern und zu verarbeiten. Der Körper benötigt mehr Ruhe, um die inneren Umbauten zu meistern, um das Meer an Bewusstsein, das Meer an Licht, das Meer an Energie und damit das Meer an Möglichkeiten zu integrieren. Ihr entwickelt jeden Tag mehr euer Lichtkörperbewusstsein. Und während ihr euch in dieser transformativen Phase befindet, gilt es, die Phase zu fühlen, zu spüren und wahrzunehmen, ohne in den nächsten Moment zu springen und ohne zu versuchen, irgendetwas zu fixieren oder festzuhalten. Der Prozess, in dem ihr euch alle befindet, ist nicht aufzuhalten. Der Prozess, in dem ihr euch befindet, wird in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen, wird mehr werden und jeden Einzelnen an die Grenze bringen und über die Grenzen hinausführen, die der bewusste Verstand verarbeiten kann. Mehr und mehr werden die inneren Gedankenstrukturen und Muster aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein treten, im Inneren als auch im Kollektiv der Menschen. Es kommt vor, dass mehr und mehr Chaos sich zeigt im Außen, da viele der Seelen überfordert sind mit der Realität der inneren Welt, die davor verdeckt war und jetzt mehr und mehr ins Äußere kommt. Ihr werdet es in Strukturen sehen, ihr werdet es in den Regierungen sehen, ihr werdet es im Wirtschaftssystem sehen und in der Erde selbst, die auch ein Spiegel eures Bewusstseins ist. Jetzt ist die Zeit, sich in sich zu stabilisieren, die Energien ihrer Arbeit tun zu lassen und alles zu euch kommen zu lassen und aus dieser Position heraus den Impulsen eurer Seele die nächsten Entwicklungsschritte zu tun. Wir wünschen aus den höheren Ebenen, dass ihr euch besonders die in den Führungspositionen, in den Lehrer- und Heilerpositionen vertrauen, dass alle Türen sich öffnen, dass alles bereits geebnet ist, dass ihr bereits alles vorbereitet habt für eure nächsten Schritte und Aufgaben während und nach der Transformation. Doch jetzt lasst die transformativen Prozesse arbeiten, lasst die transformativen Prozesse geschehen und sich entfalten, während wir für euch sorgen. Und ihr habt bereits für euch gesorgt. Wir sind lange schon in den Vorbereitungen für diesen Prozess, in dem ihr euch als Kollektiv befindet. Es gibt nichts, um das ihr euch sorgen müsst. Alles ist bereits vorbereitet. Es gilt, jetzt nur noch durch die Transformation zu gehen und zuzulassen, dass alles zu euch kommt, so wie es geplant ist und immer zu euch gekommen ist, wird auch das zu euch kommen. Was hier von euch verlangt wird, ist der Sprung in das Vertrauen. Das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort enthüllt ist und enthüllt wird, so wie es immer war. Versucht nichts zu fixieren, versucht nichts festzuhalten, da die transformativen Prozesse sich beschleunigen und teilweise miteinander verweben. Entspannen, loslassen und vertrauen ist das, was euch Sicherheit durch diesen Prozess bringt. Es liegt am Menschenkollektiv und an jedem Individuum, wie der Prozess wahrgenommen wird. Es ist Zeit für euch, in die Meister zu treten, die ihr seid, und zu verstehen, dass es nichts gibt, um das sich gesorgt werden muss, da ihr bereits alles vorbereitet habt. Können wir dir weitere Fragen beantworten?